Ich fange mit einer kleinen Vorstellung an. Ricardo M. Sahiti wurde in Kosovska Mitrovica geboren, wo er auch angefangen hat, Musik zu studieren. Er hat dann in Pristina weiter studiert und dann Dirigieren an der Fakultät in Belgrad. Er hat außerdem Pädagogik studiert, um Musik auch zu vermitteln. Und er hat 2001 in Frankfurt am Main die Roma und Sinti Philharmoniker gegründet. Und er ist bis heute Dirigent von den Roma und Sinti Philharmonikern. Sein Ziel ist es, den Einfluss von Roma-Musik auf die europäische Musik deutlich zu machen. Und er hat dafür auch das Bundesverdienstkreuz 2016 verliehen bekommen. Soweit erstmal dazu. Und Roger Moreno Radgeb hat 1971 im Alter von 15 Jahren, damals als Gitarrist, seine musikalische Karriere begonnen. Hat viel verschiedene Musik gespielt, im Fernsehen, auf vielen Festivals. Und eine seiner bekanntesten Kompositionen ist das Requiem für Auschwitz. Ich freue mich sehr, mit euch dieses Gespräch führen zu können. Und meine erste Frage ist, was sind die Ziele und die Arbeitsweisen der Roma und Sinti Philharmoniker? Und vor allem im Hinblick auf die künstlerische Ausdrucksweise und den sozialen Auftrag. Ja, das ist sehr wichtig, dass die Roma Jahrhunderten in ihre Roma-Tradition Musik haben geschafft, Musik für alle Völker. Das heißt, Beethoven war inspiriert von Roma-Musik. Ludwig von Beethoven, Johannes Brahms, in ungarische Tänze. Franz Liszt, ungarische Rhapsodien. Georges Bizet, Johann Strauss, Rachmaninow, Opera Leco, Capriccioso, Roma Capriccioso, Musik. Und diese Musik spielt man auf die Weltbühne zusammen mit Roma-Musik und den großen Komponisten. Sie waren beeinflusst. Sie haben verstanden, die Kraft, die Musik uns verbindet. Obere Kunst habe gegeben. Und dieses Orchester möchte diesen Weg gehen. Das ist unser Ziel, musikalische Erbe der Roma zu dokumentieren. Was hat Brahms, Beethoven, Haydn, Tchaikovsky und alle anderen von Roma inspiriert haben, dass wir später die Menschen auf der ganzen Welt musizieren und geben diesen Schatz. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und ich denke, was auch dazu kommt, dass auch die Musik ist eine mächtige Sprache. Ich persönlich, ich sage immer, Musik ist für mich eigentlich immer die einzig legitime Weltsprache. Die versteht man überall auf der ganzen Welt, ne? Und man kann mit Musik auch viel erreichen. Zumindest ich habe das selber jetzt gesehen mit dem Requiem für Auschwitz. Ich habe darum auch bewusst dafür gewählt, um mit klassischer Musik, zu komponieren, obwohl ich das gar nicht konnte. Ich habe keine Musik studiert. Ich musste mir das erst alles selber lernen. Aber weil ich habe gesehen, ich habe lange Zeit mit Jazzmusik, mit Folklore, traditioneller Folklore, überall gespielt. Und ich habe überall wohlwollende Menschen getroffen, die waren berührt von unserer Musik und die wollten uns auch immer wieder helfen, auch mit sozialen Problemen und so weiter, weil Musik verbindet. Und, aber ich habe dann gesehen, wenn man mit klassischer Musik, da erreicht man die wichtigen Leute, die Richtigen und die Wichtigen. Und das war eines meiner Hauptgründe, warum ich dann auch angefangen habe, mit klassischer Musik zu komponieren. Und ich meine, das Ergebnis von dem Requiem für Auschwitz sagt alles im Grunde. Ne? Ja, das ist dieses Bild. Das ist dieses Bild. Wir waren da. Das ist dieses Bild. Können Sie sich vorstellen? In Krakow. Wir haben in Auschwitz-Birkenau gespielt. Diese
vergessene Musik, diese Musikerinnerung, diese Versöhnung, diese, dass die Welt besser ist, wenn wir zusammen friedlich mit Menschen leben. Das ist diese Musik. Das ist die Botschaft. Meine nächste Frage betrifft die aktuellen und die geplanten Projekte. Also die aktuellen Projekte haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen. Die geplanten Projekte. Selbstverständlich. Das heißt, hier ist ein Beweis, dass die Roma-Musiker ins ganze diese Europäische Union und Welt sind gebildet. Sie haben Diplom. Aber sie haben auch eine Stelle, wo sie spielen in Wiener Operorchester, in Leipzig, in Dresden, in Bukarest. Können Sie sich vorstellen, Konzertmeister in Wiener Philharmoniker war ein Traum mit Herbert von Karajan. Können Sie sich das vorstellen? Der große Dirigent von Deutschland ist Herbert von Karajan. Und wer war sein Konzertmeister in Wien? Ein Roma-Musiker. Das ist, die Roma haben sie nicht nur Talent, sondern sie haben Erfahrung. Sie musizieren, sie bringen Jahrhunderte diese Botschaft. Und ich wollte Ihnen sagen, können Sie sich vorstellen, das war 1418, wo die Roma aus Griechenland, 1418, 600 Jahre, sie kommen in Frankfurt, auf Herz der Deutschland, auf Römerplatz und sie musizieren. Und nach 600 Jahren kamen die Roma-Philharmoniker mit 80 Musikern und sie spielen 2 Stunden Programm für 4000 Menschen draußen. Können Sie das vorstellen? Das ist unsere Kraft. Das ist die Musik, ist Kraft unseres Orchesters. Was ist die Ziele? Mit Roger planen wir eine Reise nach Belgrad. Die serbische Regierung wollte Requiem für Auschwitz in Belgrad, aber das kann. Wir haben Reise nach Israel, nach Vatikan, aber wir brauchen finanzielle Unterstützung. In Israel kostet Hotel, Konzert, Raum, der Operchor, das ist alles Geld. Die Roma haben nicht diese Möglichkeit. Wir können nur geben. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen mit dieser Reise, wenn die in Israel, das ist eine politische Reise, mit Erinnerungs- und kultureller Botschaft. Das ist unser Ziel. Ja. Ja, vor allem diese Aufführungen des Requiems in Israel, da hat der Mohammed sehr, sehr lange für gekämpft, weil halt sehr lange Zeit die Israelis und die Juden ein bisschen gebremst haben. Sie wollten halt den Holocaust nicht mit den Romas teilen. Die Juden dachten halt immer, sie wären die einzigen Opfer des Holocaust. Aber ich glaube, haben sie jetzt inzwischen so weit, dass sie begreifen, dass wir das gleiche Schicksal gehabt haben, sowohl die Juden als auch die Roma und die Sinti. Und dass wir, wenn man sich zusammentut, eine geballtere Faust machen kann, als wenn jeder für sich selber da irgendwas macht. Und mit Musik kann man das. Ne? Gibt es sowas wie eine stilistische Einordnung von eurer Musik? Ja, das ist unglaublich, das heißt durch diese Orchester, nicht nur, dass die Roma sind jetzt professionelle Roma-Musiker auf der Bühne, überhaupt, dass sie Diplom haben, sondern wir haben auch Solisten, wir haben auch Komponisten. Komponisten, können Sie sich vorstellen? Was ist noch wichtiger? Wir haben eine Tonleiter, Roma-Tonleiter. Können Sie sich vorstellen, was heißt Roma-Tonleiter, das ist die Base, wo man eine Musik komponiert. Das haben die Roma, das. Eine Roma-Tonleiter. Eine eigene. Eigene. Das ist ein Abstand von Halbton, Großton, große Sekunde und übermäßige. Und dann die Roma haben entdeckt auch die Form Rondo. Aber was heißt Rondo? Die Thema und etwas anderes. Dann wieder die Thema ein bisschen verändert,
dann etwas anderes. Dann nochmal die Thema A3 und wieder. Das ist die Roma, haben sie diese Form Rondo entdeckt. Und dann in Duola, Triola. Wissen Sie, Rhythmus, schneller Rhythmus. Und sie haben entdeckt, langsam, wie Chardash, langsam und schnell. Das ist von Roma zusammen. Das ist von Roma. Das sage ich nicht ich, sondern das sagen die Professoren wie Professor Ackermann, wie Professor Baumann, wie Frau Hemetek. Das sind alle Professoren von Hochschule für Musik Frankfurt, Wien und Bayreuth. Nicht ich, die sagen die Doktorwissenschaftler. Ja, und ich glaube, was auch dazu kommt, das sind alles Berufsmusiker, die bei Ricardo im Orchester spielen. Und ich glaube, man kann einen gewissen Stil nicht dem Orchester zuordnen, sondern man muss mehr davon ausgehen, was für Stile spielt das Orchester, was für Komponisten. Ich meine, das Orchester kann, wenn sie wollen, barocke Musik spielen, klassische Musik spielen, romantisch. Sie können aber auch moderne, zeitgenössische Musik spielen. Auch improvisieren. Ja, in der Zwischenzeit können Sie auch improvisieren. Vielleicht Doppelkonzert von Bach kann man erste Stimme spielen. In zweiter Zeit plötzlich er improvisiert. Gleichzeitig Jazzmusik auf der Johann Sebastian Bach. Entschuldigung, wer kann so etwas machen? Nur Genius. Genius, verstehen Sie? Okay, in Anbetracht der Zeit noch mal eine letzte Frage. Und zwar im nächsten Jahr wird es 25 Jahre her sein, die Vertreibung der Roma aus dem Kosovo. Und gibt es dazu Pläne von euch, dazu etwas zu machen? Ja, da muss ich sagen, der Herr Sahiti, der hat mir den Auftrag quasi gegeben, um zur Erinnerung an diesen Pogrom ein musikalisches Werk zu schreiben, also eigentlich wie das Requiem für Auschwitz. Und ich bin jetzt schon seit etwas mehr als einem halben Jahr, arbeite ich daran. Ich probiere mein Bestes, um das bis nächstes Jahr hinzukriegen. Nächstes Jahr ist das 25 Jahre her. Und das soll dann ein komplettes Oratorium werden für großes Orchester, gemischten Chor, vier Solisten. Und, aber gut, ich weiß, dass es soll keine Anklage werden, es soll wohl ein Statement werden. Und ich will auch niemanden beschuldigen damit, und, weil da bewegt man sich auf sehr dünnem Eis, weil die ganze Sache noch nicht verarbeitet ist bis heute. Aber ich werde mein Bestes geben, und also das ist ein Projekt, was jetzt läuft im Moment. Ja, das heißt, das wäre wunderbar, wenn wir wussten können, ob nächstes Jahr findet eine große vielleicht Konferenz irgendwo, dass wir diese Oratorium von Roger Moreno, Erinnerung und Exodus und Pogrom auf der Roma und so weiter, dass die Welt, ganze Welt, mit einem Werk weiß ungefähr, was ist passiert. Und der letzte vielleicht Sache, dass die Roma für Harmoniken brauchen ihre Unterstützung. Sie sind 12 Millionen Roma. Der deutsche Volk hat Berliner Philharmoniker. Der amerikanische Volk hat New York Philharmoniker. Aber die Roma haben auch die Roma und sind die Philharmoniker. Danke.